Ich fülle hier einen 5-Inch Luftballon mit Luft. Ihr könnt auch einen größeren Rundballon nutzen. Dann nehmt ihr aber bitte statt 260er Ballons 360er Ballons und dann passt das für euren Geist auch wieder von den Proportionen her. Wir füllen einen 260er Modellierballon in Weiß komplett mit Luft. Verknoten ihn. Den Knoten des Modellierballons verknoten wir mit dem Knoten des Rundballons. So sind sie beide miteinander verbunden. Wir füllen einen weiteren 260er Modellierballon mit Luft. Am Ende bleibt etwa eine Handbreite frei. So, verknoten den Ballon, greifen ein 4 Finger breites Stück ab, schlagen es um, verdrehen es, sichern es vom Aufgehen durch ein Durchziehen des Knoten, ein 2 Finger Bubble, Pinch Twist, er wird verdreht, ein weiterer 2 Finger Bubble, Pinch Twist. So wird die Hand sehr, sehr stabil gehalten. Wir greifen ein etwas mehr als eine Hand großes Stück ab, ein 2-Finger-Bubble, Pinch-Twist, noch einen 2-Finger-Bubble, so 2 Finger breit ist er, Pinch-Twist. So, jetzt brauchen wir das im Endeffekt nur noch spiegeln. Einmal gucken, sind die Arme gleich lang, super. 2 Finger Bubble, 2 Finger breit, Pinch Twist, noch ein Pinch Twist, 4 Finger Bubble, ah, muss genau passen, schlagen um, verdrehen das Ganze, den Rest des Ballons benötigen wir nicht und lassen die Luft raus, verknoten ihn oder wickeln ihn ein paar Mal um unsere Pinch-Twists. Das sind unsere Arme mit Händen. Nun verdrehen wir einen Arm mit unserem Rundballon und unserem anderen 260er Ballon. Dadurch wird der Knoten zwischen dem 260er und dem Rundballon straffer. Er wird geführt, weil hinten und vorne ein Pinch Twist ist und das Ganze stabilisiert. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen angedeuteten Knoten reinziehen. Alles etwas ausrichten. Jetzt noch zwei Augen. Und den Mund.
und fertig ist unser Geist. Das war's.